Where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see ya and leave the rest behind. Auf dem Weg. Da sitzen meine Männer. Wir sind auf dem Weg nach Bautzen. Zur Kinder- oder zur Baby- und Kindersachenbörse. Genau, und ich hatte ja gesagt, ich nehme euch heute mit. Natürlich sind wir mal wieder relativ spät dran. Ne? Logisch. Ist ja, ja. Um 10 geht es dort los, ab um 8 ist aufbauen. Ursprünglich war der Plan, dass wir um 8 losfahren, dass wir so 8:30 da sind. Ja, wir sind jetzt 8:30 losgekommen und aber bis um 9 müssen wir da sein, sonst verfällt unser Platz, unser Anspruch auf diesen reservierten Platz da, ne? Ja, deshalb gibt mein Mann jetzt ein bisschen Gas, damit wir auch pünktlich da ankommen. Natürlich alles nur innerhalb der Verkehrsregeln. Immer. Nee, ja, Auto hinten ist voll. Hund ist zu Hause, Kind sitzt hier, oh Gott, du siehst gar nichts mit seiner Dude-Mütze. Es ist relativ frisch noch, aber über den Tag soll es wärmer werden, ja, wir werden mal sehen. Ich habe noch mal gelesen, die haben dort für die Kiddies auch eine Hüpfburg und sowas und es gibt ein bisschen was zu essen und ja, wir werden mal sehen. Ich bin gespannt, wie es wird und ob wir etwas loswerden. Und ja, dann würde ich sagen, ich melde mich einfach, wenn wir dann wieder dort sind, weil hier im Auto ist vielleicht ein bisschen langweilig zu quatschen, ne? Bis später. Wenn man hier hochfahren würde, da habe ich mal gewohnt, da hier hinter uns. Und das ist das berühmte, berüchtigte Kronmarkt-Center aus Bautzen. Das Center ist ja nicht berühmt, der Platz. Stimmt, ja. Also dahinter der Platz. Die Platte, wie man hier so schön sagt. Ja, das, was so gerne in den Nachrichten gezeigt wird über Bautzen, ist dahinter dem Center ist dieser Platz. Oder gerne mal Ausschreitungen. Aber wir Bautzner, also ich bezeichne mich selbst gerne nach wie vor als Bautzner, sind eigentlich nicht so schlimm. Nein, nein. Aber es gibt schlimme Leute hier, ja. Gibt's. Und es gibt auch verschiedene Szenen, die nicht ganz so cool sind. Aber es gibt auch echt nette Leute. Hallo. Ich habe ganz viele Jahre in Bautzen gewohnt. Hier habe ich auch mal gewohnt. Da in dem gelben Haus oben. Und hier ist das Krankenhaus, wo Arti geboren ist. Also hier wäre dann der Eingang. Da. Ja. Die machen Busreisen zur Kinderbörse. Nein, da oben ist einfach ein Busparkplatz. Und die können dort wenden. So, die Halle ist es. So, wir sind jetzt hier. Da ist unser Stand. Ich zeige ihn euch mal von vorne. Da. Hallo Arti. Ah, der ist. Ja, der ist, ne? So. Ja, ein Pullover ist schon weg. Hat Arti verkauft. Hast du einen Pullover verkauft? Aber du siehst schon wieder super aus, mein Spatz. Ja, wir essen gerade. Schön vollgeschmiert hast du dich. Ja, es geht dann auch bald los, denke ich. Und mal gucken, was das wird, ne? Ich bin gespannt. So. Wir sind dabei immer noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit rumgegangen ist. Wir haben es jetzt 11:30. Seit um 10 machen wir das, also 1,5 Stunden. Und ganz ehrlich, ich zeige euch mal was. Also Mützchen. Hier ist auch schon gut leer. Hier sieht es zwar voll aus, aber dafür habe ich schon 2 von den Kisten leer geräumt. Und das Zeug hier hochgeräumt. Also die Kiste ist leer, die Kiste ist leer. Jo, ne? Und das Baby schläft.
Gott sei Dank. Ne? So, kurzes Update. Es ist Mittagszeit, nicht viel los. Aber die Leute gucken irgendwie komisch, wenn ich hier mit der Kamera rede. Nee, hat sich schon ordentlich geleert und wir haben auch selbst schon ein bisschen was gekauft. Und zwar gab es einmal Nike-Schuhe für Krümel. Diese da. Ja, in der 21, weil gerade wenn wir dicke Strumpfhosen und Socken anhaben, passt die 20 nicht mehr. Und deshalb, die kamen 5 Euro. Das ist der Wahnsinn, ne? Und für die, gerade für die Kita reichen die voll aus. Sind noch super ein Schuss. Die gab es, dann gab es für zu Hause ein paar Hausschuhe. Weil ich heute Abend für zu Hause keine Hausschuhe, die sind von Elefanten, kamen auch 5 Euro. Das haben wir, dann haben wir, das habe ich gerade schon aufgebaut, ein Lego-Duplo-Auto. Ja, das und dann noch, da drehe ich euch aber mal rum, eine Motorikschleife. Ja, ich wollte schon immer eine Motorikschleife für Arti haben und die sind aber ja immer so teuer. Und deshalb, ja, deshalb gab es jetzt mal eine. Und für das Lego, für das Duplo-Auto und die Motorikschleife zusammen hast du was bezahlt, Schatz? 7 Euro zusammen, kann man nichts sagen. Genau. Ja, und bei uns so langsam sieht es auch echt, ich kann euch ja mal ein Update zeigen. Ich muss nochmal hier aufstehen. Also hier, ich habe jetzt das hier hochgestellt, hier oben habe ich auch schon ein bisschen aufgefüllt. Und ja, es liegt hier noch ein bisschen was, steht noch eine Kiste. Hinten noch das Spielchen und ansonsten mehr ist gar nicht mehr. Natürlich alles ein bisschen zusammengeräumt, aber ja, genau. So, wir werden mal abwarten, wie sich das hier heute weiterentwickelt, ne? So, wir packen jetzt langsam zusammen, weil Arti hat auch keinen Bock mehr, ne? Mein Spatz! Hast du noch Lust? Nee, ne? Wird langsam einfach ein bisschen knatschig und wir haben ja auch schon gut verkauft, deshalb bauen wir jetzt langsam zusammen. Nicht mit dem Kopf gegen das Holz. Ich mache mal einen Kussi. Das war feucht. Okay. Ja. Aber ich muss echt sagen, es hat sich gelohnt. Aber wir reden dann mal in Ruhe im Auto zusammen, weil hier sind zu viele Leute ringsrum. So, wir sind wieder zu Hause, wie man sieht. Und ja, fertig sind wir. Also, kleines Fazit. Es lohnt sich definitiv, auf so eine Kindersachenbörse zu gehen und das zu verkaufen. Wir haben zwar auch einiges wieder mitgebracht, logisch. Also, das ist mir natürlich jetzt nicht jedes Teil oder so, das denke ich klar. Aber ich würde mal sagen, wir haben gut definitiv über die Hälfte, was wir mit hatten, verkauft. Denke ich schon, ja. Im Vergleich zu den anderen hatten wir tatsächlich wenig mit. Ich dachte ja, wir hätten wahnsinnig viel, aber nee. Also ich weiß nicht, ob das Leute wirklich, entweder die haben 50 Kinder zu Hause und weiß ich nicht. Oder, ja, oder die machen das hauptberuflich und kaufen das günstig in Kistenweise ein und dann verkaufen die es auf solchen Börsen, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich, ja, es hat Spaß gemacht. Es war anstrengend. Ich muss sagen, der Vormittag lief super und aber so um die Mittagszeit flachte das natürlich alles ein bisschen ab, logischerweise, weil die Leute halt zum Mittagessen sind und so. Aber Nachmittag kam das, ging das dann auch nicht mehr ganz so, ja, also bis 16 Uhr war ja angesetzt. Nee, also Vormittag war wirklich, haben sich fast erlatscht. Also, und da ging auch eins nach dem anderen weg und da ist man zu nichts anderem gekommen und war eigentlich nur am Verkaufen. Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt, ich habe jetzt noch nicht hundertprozentig durchgerechnet, aber um die Mittagszeit waren wir bei knapp 200 Euro, was wir eingenommen hatten. Und ich denke, das ist okay. Ich muss sagen, ich würde zukünftig kein Kind mehr mitnehmen. Das macht das Ganze natürlich jetzt nicht unbedingt weniger anstrengend. Am Anfang hatte Arti echt Spaß, ist so drum gekrabbelt und dies und jenes. Er hat dann auch mal eine Stunde oder so Mittagsschlaf gemacht. Aber ja, also irgendwann wurde es ihm natürlich auch langweilig, weil er natürlich jetzt nicht so konnte, wie er gerne wollte. Und dann wollte er immer den Ständer von A nach B schieben und so. Und ja, also es ist unanstrengender, denke ich, ohne Kind. Aber also, es lohnt sich definitiv mehr als Mami Kreisel.
Weil bei Mami-Kreisel ist halt einfach auch mehr Aufwand. Also mit dem Versenden dann und dann verpacken und das alles dann immer mit den Leuten schreiben und dies und jenes. Und so packt man das einmal ein, fährt dorthin, man hat halt einen Tag Aufwand und dann ist das Thema aber auch wieder erledigt. Ne? Also ich würde mal sagen, also ich ziehe tatsächlich ein positives Fazit. Wir werden das sicherlich auch wieder mal machen, ganz sicher. Ja, und mal gucken, ne? So. Oh, und wir sind alle so fertig und mal gucken, was jetzt noch ansteht. Ich glaube, Arti wird jetzt erstmal ins Bett fliegen. Wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt um 4. Wir sind ein bisschen eher abgehauen, weil Arti, wie gesagt, dann auch nicht ganz so lustig mehr drauf war. ja. Nee, und deshalb wird Arti jetzt, denke ich, erst nochmal ins Bett gehen. Der war hundemüde, der ist aber gerade mit dem Papa und dem Abschleppauto noch beschäftigt. ja. Ansonsten machen wir mal wieder. Gut, ich guck mal. Wenn heute noch irgendwas passiert, mache ich die Kamera nochmal an. Wenn nicht, dann nicht. Bis später. Kaum sind wir zu Hause, hält das Chaos Einzug. Hält das Chaos Einzug? Was? Zeig dich mal im Ganzen. Du hast nämlich keine Hose an, mein Freund. Warum denn eigentlich nicht? Weil Wickeln ist nämlich das Furchtbarste auf diesem Planeten, ne? Weil wir nämlich eigentlich... Arti, zeig mal, was hast du in der Hand? Er hat nämlich einen Schlüssel in der Hand für die Geldkassette, die wir heute mit hatten. Und er möchte unbedingt diesen Schlüssel in die Geldkassette stecken. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig, wie der kleine Herr sich das vorstellt. Naja. So, ich gehe jetzt Wäsche machen. Der kleine Herr steht jetzt hier ein bisschen in der Windel rum. Und der Papa macht was? Aufräumen. Papa räumt auf. Vorbildlich. So, ich gehe Wäsche machen, damit das Kind morgen frische Sachen für die Kita hat. Genau. So, ich mache den Fernseher leise. Oh. Arti sitzt mittlerweile im Bett. Wir haben es 6:45. Der ist halt ein bisschen Zeit hier gegangen, weil der war so müde. Und wir hatten ihn dann, ich wollte ihn ja eigentlich hinlegen, als er wo er mit Papa hoch ist, aber dann war es schon 4:30 und haben uns auch überlegt, eigentlich geht er halt 7 rum ins Bett und wenn wir ihn 4:30 hinlegen, dann wird er vielleicht munter, wenn er eigentlich schon wieder ins Bett soll. Und ach, und da haben wir dann gesagt, gut, wir halten ihn noch ein bisschen munter. Und ja, dann schläft er besser. Und es hat auch echt keine 5 Minuten gedauert, bis er eingeschlafen ist. Der war so knülle. Wir haben dann noch erst gerade mit Onkel Robbe und die Lisa, die kennt ihr auch eigentlich, die auch öfters da ist, eine von meinen Herzmädels. Und eine Freundin von ihr, die Lene, die waren mit Benny heute noch eine Runde. Und die waren dann auch noch mit bei uns. Und ja, und da haben wir hier alle dann noch ein bisschen gesessen, eine Art Spielecke, haben eine kleine Bälleschlacht mit dem Bällebad gemacht. Und ja, haben uns alle ein bisschen gefreut. Und waren sind wir zu kleinen Kindern geworden, aber Arti hatte übelst Spaß dabei. Ja, und so ist die Zeit dann auch relativ schnell vergangen und dann gab es Abendbrot noch und ab in Schlafanzug und Bettchen, ne? Jo, so und für mich steht eigentlich auch nicht viel mehr an. Wir müssen nur noch mal gucken, was wir heute essen, weil unser Kühlschrank ist leicht leer, um nicht zu sagen komplett leer. Eigentlich hatten wir Bock auf Chinamann, aber... Wir haben so einen Kumpel, der fährt an eigentlich immer. Also wenn wir Lust auf Chinamann haben, rufen wir ihn an. Ey, sieht's aus? Und der so, jo. Und dann fährt er meistens und holt was vom Chinamann. Das Problem ist bloß, der hat eine neue Frau am Start. Und wir kochen heute Nudeln. Alles klar. Okay, ist ja kein Thema. Alles gut. Wir freuen uns, ja. Ja, vielleicht kriegt dann Arti irgendwann demnächst bald einen... Ja, ein Kumpel oder so. Wäre cool. Das werden wir irgendwann mal nicht mehr die einzigsten mit Kind in unserem Freundeskreis sind. Und er war immer so derjenige, wo wir gesagt haben, so, ja, er ist derjenige, dem wir das am ehesten zutrauen mit Kind und so und der dann bitte mal nachlegen sollte. Ja, aber da fehlte bisher noch die Frau. Aber die scheint, also wir hoffen alle, wir drücken alle die Daumen, dass die Frau jetzt gefunden ist, weil scheint zumindest so. Naja, anderes Thema. Nee, und deshalb gibt es halt für uns nichts vom Chinamann. Klar, wir können noch selber fahren, aber faul, ne? So. Und außerdem müsste dann einer alleine fahren. Und ach, da sind wir gerade echt, weiß ich nicht, haben wir gerade keine Lust.
Naja, ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir auch noch eine Tiefkühlpizza oder irgendwie ein paar Nudeln. Dann kochen wir halt auch Nudeln. Irgendwas finden wir schon, was wir noch haben. Genau. Jo, so. Und so war unser Tag, unser Sonntag mit Kindersachenbörse. Und ja. Gut. Ich würde mich dann für heute verabschieden und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dahin. Ciao.